Danke, Frau Goldbach. Für die Freien Demokraten erteile ich Herrn Müller das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Goldbach, eine so defensive Rede einer Grünen zu diesem Thema hier im Hessischen Landtag hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Was hätten Sie vor 5 Jahren, vor 7 Jahren hier geschrien, Aufklärung gefordert, kritisiert? Sie wären an erster Stelle gewesen mit Verschwörungstheorien, mit Unterstellungen. Ich muss schon sagen, es ist schon echt ein bisschen überraschend, dass Sie trotz aller Beteiligung auch an einer Koalition dermaßen zurückhaltend versuchen, Ruhe reinzubringen und zu sagen, wir müssen, jetzt ist die Zeit der Ermittler. Frau Goldbach, Sie haben es nicht verstanden. Wir wollen den Ermittlern die Arbeit nicht abnehmen. Das ist nicht unsere Zielrichtung. Wir wollen schauen, was ist wann an welcher Stelle im Landesamt für Verfassungsschutz falsch gelaufen. Die Aufklärung des Mordes an Dr. Walter Lübcke ist eine Aufgabe des Generalbundesanwalts, der Polizei und danach auch der Gerichte. Und die haben diese Aufgabe wahrzunehmen, nicht wir hier im Hessischen Landtag. Aber das entbindet uns, Herr Wagner, doch nicht von der Aufgabe, wenn Sie das gesagt haben, von der Aufgabe zu schauen, was davor falsch gelaufen ist, von der Aufgabe danach zu schauen, warum ein Stefan E. aus dem Auge des Verfassungsschutzes geraten ist. Das hat sie, aber das hat sie so eben nicht gesagt. Sie hat gesagt, das müssen wir. Nein, sie hat es immer wieder auf den Mord an Dr. Lübcke geschoben. Und das ist gar nicht das, was bei uns im Fokus steht. Meine Damen und Herren, unsere Aufgabe ist es, die Regierung zu kontrollieren, zu schauen, was ist auch beim Verfassungsschutz falsch gelaufen. Und das vernünftig und verantwortungsvoll. Es hat einige Umstrukturierungen auch beim Verfassungsschutz gegeben. Es hat sich dort einiges verändert. Und trotzdem sind jetzt in der Vergangenheit, und das ist genau die Kritik, eben scheibchenweise Informationen aufgetaucht, die Grund zum Anlass geben, dass man dort noch einmal ganz genau hinschauen muss, was in den Jahren von mir aus von 2000 bis 2010 gelaufen ist und wie dort die Verfahren abgelaufen sind. Und es ist eben keine Aufklärung, die offensiv durch das Innenministerium betrieben wird. Es ist eben nur auf Nachfrage der SPD im Innenausschuss deutlich geworden, dass Temme dienstliche Bezüge hat. Darüber hätte vorher auch keiner reden und diskutieren können, weil die Akten als geheim eingestuft sind. Und das ist genau die Kritik, die geäußert wird. Wenn Aufklärung beabsichtigt ist, dann muss man sie auch offensiv betreiben. Dann muss auch ein Vertrauen entstehen, dass diese Aufklärung wirklich offensiv betrieben werden soll. Und das wird in anderen Bereichen, das Thema Salafismus ist angesprochen, eben mit anderem Nachdruck gemacht, als es bei diesem Thema gemacht wird. Wohin auch immer die Hintergründe bestehen, will ich jetzt nicht spekulieren, aber wir müssen doch uns mit diesem Thema beschäftigen. Und wir müssen uns etwas offensiver machen, als zu sagen, jetzt müssen wir mal ganz in aller Ruhe schauen, weil das Interesse der Öffentlichkeit an den Informationen besteht. Und deswegen haben wir die verdammte Aufgabe, auch diese Aufklärung zu betreiben und die auch Druck zu machen. Und leider ist immer nur auf den Druck hin wieder neue Informationen ans Tageslicht gekommen. Und das kann es eben nicht sein. Und das ist auch die Kritik. Und diese Kritik muss eine Opposition im Hessischen Landtag und eigentlich ein gesamter Hessischer Landtag bei so einem wichtigen Thema auch immer wieder äußern. Wenn ich dann eben die Pressemeldung lese und zur Kenntnis nehmen muss, dass beabsichtigt ist, einen Untersuchungs- oder dass man bereit wäre, seitens des Innenministers, aber auch seitens CDU/Grünen, einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Mordes an Walter Lübcke einzurichten. Das ist doch nicht das Ziel eines Untersuchungsausschusses. Das ist nicht das Thema, worüber wir reden. Dieser Mord muss aufgeklärt. Doch, lesen Sie doch die Pressemeldung von Ihrem Innenminister. Lesen Sie doch einmal das, was Sie geschrieben haben. Da geht es immer wieder um den Mord an Walter Lübcke. Das ist aber nicht das, worum es hier geht. Hier geht es um die möglichen Versäumnisse, warum Stefan Ernst, ich sage es einmal, weil es offen ist, warum er eben nicht mehr im Fokus war. Warum ist in dem Bericht, der 2013 vorgelegt wurde, der Name, der Zeitraum der Taten oder der Nennung von Stefan Ernst von 1993 bis 2004, was wir jetzt mittlerweile sagen dürfen, begrenzt? Obwohl klar ist mittlerweile, und der Minister mir auch noch einmal geschrieben hat, aber es wissen auch alle, dass er in Dortmund dabei war. Obwohl klar ist, dass er danach auch noch
rechtsextrem aktiv geworden ist. Wie kommt es zu solchen Umständen, dass er dort nicht benannt ist? Ja, das müssen wir aber aufklären, weil das hat erst einmal gar nichts mit dem Mord an Dr. Walter Lübcke zu tun. Das hat mit Strukturen. Ja, aber dann schauen Sie doch einmal, was Sie selbst geschrieben haben an CDU und FDP. Ja, ich habe ihn gelesen. Vielen Dank. Und da steht drin, dass wir einen Untersuchungsausschuss zum Thema Walter Lübcke haben wollen. Das hat aber doch mit diesem Thema nichts zu tun. Und das sind diese Ablenkungsmanöver, die wir immer wieder ansprechen und wo wir sagen, Sie versuchen es in eine andere Richtung zu lenken. Wir wollen wissen, und das sind genau die Fragen, die eben das kann man bedauerlich finden, und es ist auch bedauerlich, aber wir haben jetzt die Aufgabe zu schauen, ob durch die neuen Erkenntnisse im Hinblick auch auf Andreas T., der dienstliche Bezüge zu Stefan Ernst hatte, zu schauen, was gab es darüber hinaus, gab es dort Zusammenhänge, wie hängen möglicherweise auch die eigentlichen V-Männer, die damit in Zusammenhang gestanden haben, damit zusammen. Gab es tatsächlich dann eben doch ein rechtsextremes Netzwerk, das möglicherweise unterstützt hat? Weil dieser Zeitraum und die Nähe zum NSU ist doch das, was die Leute und die Menschen interessiert und berührt. Und das müssen wir in den Fokus nehmen. Davon habe ich aber von Ihnen in dem Schreiben recht wenig gelesen. Und deswegen, meine Damen und Herren, werden wir dieses Thema weiter verfolgen. Ich bin ganz bei dem Kollegen Günther Rudolph. Wenn wir einen Untersuchungsausschuss einsetzen wollen, brauchen wir auch nicht Ihre Unterstützung. Das ist nett, dass Sie uns die anbieten. Aber das ist doch tatsächlich nichts anderes, als zu versuchen, das zu dem Thema zu deeskalieren und von den eigentlichen Fragestellungen abzulenken. Und das ist alles in Ordnung, aber ich glaube, dass wir, wenn wir es schaffen würden, uns auf diesen Bereich zu konzentrieren, und eben nicht zu schauen, wie ist es zum Mord an Walter Lübcke gekommen, wer hat da an welcher Stelle was gemacht. Das machen die Ermittlungsbehörden. Da sind wir außen vor. Aber ich kenne diese Strategie. Machen wir doch einen ganz großen, tollen Untersuchungsausschuss, der geht dann über 4 Jahre und keiner weiß mehr, worum es geht. Wir wollen es konkret im Zweifel, wir wollen konkret die Punkte aufklären, die wir zu klären haben, hier seitens des Hessischen Landtages. Nämlich, wo waren Fehler und Strukturen, die vielleicht auch verändert worden sind. Ich will mich gar nicht jetzt mit konkreten Personen, auch gerade nicht jetzt aktuellen Personen im Verfassungsschutz auseinandersetzen. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Aber wir müssen doch schauen, was für Fehler sind gemacht worden, damit wir schauen können, wie können wir diese abstellen, damit in Zukunft Leute wie Ernst nicht mehr aus dem Auge geraten, sondern weiter verfolgt werden. Und das ist unsere Aufgabe. Und dafür werden wir uns auch in den kommenden Wochen, Monaten weiterhin einsetzen. Meine Damen und Herren, wir würden uns freuen, wenn alle aktiv und offensiv an der Aufklärung und an einer Information zu diesen Themen mitwirken würden. Ich habe aber das Gefühl, dass es schon alleine bei den Fragen der Geheimhaltungsregeln und wann wird welche Akte an welcher Stelle herabgestuft, nicht funktioniert. Weil ich habe heute erfahren, dass der Bericht, in dem Brandt gefährlich auftaucht, einsehbar ist, lesbar ist. Ja, die Linken haben eine Pressemeldung dazu mal rausgegeben, aber diese Information ist nicht angekommen. Ich kriege im Innenausschuss gesagt, nein, Informationen auf Ihre Fragen können nur im zuständigen Gremium gegeben werden. 3 Stunden später gibt es eine Pressemeldung des Innenministeriums, in der solche Informationen öffentlich rausgegeben werden. Das kann es doch nicht sein. Und dann erwarten Sie von uns, dass wir das Vertrauen haben, dass hier offensiv und aktiv aufgeklärt wird? Und solange die Abläufe so sind und die Informationspolitik seitens des Innenministeriums so läuft, werden wir hier dies nicht ohne diese Auseinandersetzung, die wir hier führen, die bedauert wird, und das dürften wir doch so nicht tun, weil wir müssten ja sachlich und ruhig aufklären, solange diese Abläufe hier so laufen, werden wir hier auch diese emotionalen Diskussionen führen, weil das ist die Basis dafür, dass wir vertrauensvoll und mit Nachdruck die offenen Fragestellungen aufklären können. Und daran werden wir weiter arbeiten, meine Damen und Herren, und da hoffe ich auf Unterstützung aller hier im Hause. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Müller. Für die Staatsregierung hat Herr Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
ein Repräsentant unseres Staates und ehemaliger Kollege, unser Freund Walter Lübcke ist mutmaßlich aus rechtsextremistischer Motivation ermordet worden. Meine Damen und Herren, das erschüttert uns alle. Und ich kann verstehen, wenn sich in diesem Zusammenhang Fragen stellen. Ich kann auch verstehen, wenn Sie, wenn wir, die Abgeordneten des Hessischen Landtages, und ich sage es eben auch in meinem eigenen Namen, den parlamentarischen Teil zur Aufarbeitung der Tat beitragen wollen. Wir dürfen nur bei diesem verständlichen Interesse auf gar keinen Fall die Ermittlungen des Generalbundesanwalts und der Polizei gefährden oder beeinträchtigen, indem staatliche Stellen Informationen herausgeben, die später einem Gerichtsprozess eine juristische Überführung des Täters oder eine angemessene Verurteilung des Täters gefährden. Meine Damen und Herren, wir sind uns offensichtlich einig. Der Hessische Landtag klärt den Mord nicht auf, sondern die Ermittlungsbehörden. Aber ich will zumindest daran erinnern, dass Generalbundesanwalt Beck im Innenausschuss erklärt hat, dass die Bewertung von E. und seinem Umfeld mit Gegenstand der Ermittlungen des Generalbundesanwalts in dem Mordfall Lübcke ist. Die Informationshoheit über diese Ermittlungen liegt beim Bundesanwalt in Karlsruhe und nicht bei den hessischen Sicherheitsbehörden. Was wir hier zur Information der Öffentlichkeit beitragen können, müssen wir mit der Justiz abstimmen. In diesem Rahmen informiere ich die Abgeordneten, soweit es möglich ist. Daraufhin habe ich bislang stets hingewiesen, und dies hat eben auch Generalbundesanwalt Beck selbst, das ist derjenige, der die Verantwortung für das Ermittlungsverfahren hat, im Innenausschuss des Hessischen Landtages erläutert. In diesem Rahmen, meine Damen und Herren, wurde das Parlament stets informiert und alle Fragen von Seiten der Opposition ebenso wie von Abgeordneten der Regierungsfraktionen wurden in den jeweiligen zuständigen Gremien mündlich oder schriftlich beantwortet. Uns allen muss angesichts der aktuellen Herausforderungen im Kampf gegen den Rechtsextremismus daran gelegen sein, nur anhand von Fakten zu argumentieren und nicht weiteren Mutmaßungen Vorschub zu leisten. Es liegt in der Natur der Sache, meine Damen und Herren, dass sich bei intensiver Befassung mit einem Thema immer wieder andere Fragestellungen ergeben. Diese werden in jedem Einzelfall auch so schnell und so gründlich wie möglich beantwortet. Daraus jedes Mal den Vorwurf zu konstruieren, dass die Fragen nicht beantwortet wurden, bevor sie überhaupt gestellt wurden, ist zumindest nicht sehr freundlich. Fakt ist, dass ich und in einem Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden angeboten habe, für Fragestellungen jederzeit zur Verfügung zu stehen. Ich werde dem selbstverständlichen Informationsinteresse der Abgeordneten des Hessischen Landtages weiterhin gerecht, soweit dies aus ermittlungstaktischen Gründen möglich ist. Ihre parlamentarischen Anfragen wurden beantwortet, ebenso wie Ihre schriftlichen Nachfragen. Berichte und Akten wurden Ihnen zugänglich gemacht. Und auch im Rahmen der PKV, also der Parlamentarischen Kontrollkommission Verfassungsschutz, hat mehrfach eine Befassung mit der Tat und relevanten Personen stattgefunden. Schließlich haben wir auch der Herabstufung eines ursprünglich durch den Landtag als geheim eingestuften Protokolls des NSU-Untersuchungsausschusses ermöglicht. Von Blockade, meine Damen und Herren, kann hier wirklich keine Rede sein. Das Spannungsfeld, in dem ich darüber hinausstehe, kann man vielleicht auch daran erkennen, dass auf der einen Seite unbestritten Aufklärung verlangt wird, aber auf der anderen Seite praktisch in einem Atemzug der Verrat von Geheimnissen problematisiert wird. Das ist das Spannungsfeld, in dem auch insbesondere die staatlichen Behörden sich bewegen. Die rasche Aufklärung dieser schrecklichen Tat hat absolute Priorität. Ich bin den Kollegen der hessischen Polizei sehr, sehr dankbar. Und übrigens nicht nur ich, sondern auch die Ermittler des Generalbundesanwalts, Bundesinnenminister. Wir sind unseren Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr dankbar, dass es ihnen sehr schnell gelungen ist, einen mutmaßlichen Täter überhaupt zu ermitteln.
Daher unterstützen wir den Generalbundesanwalt vollumfänglich. Wie schon in meiner Antwort auf den Dringlichen Berichtsantrag 20/1337 ausgeführt, wurde der Generalbundesanwalt durch das LfV bereits am 19. Juni 2019, damit nur wenige Tage nach der Verhaftung von Stefan E., darüber informiert, dass eine gesperrte Personenakte über diesen beim LfV Hessen vorhanden ist. Die Personenakte des Stefan E. wurde ebenso wie die des Markus H., dem Generalbundesanwalt, am 10. Juli in Karlsruhe übergeben. Meine Damen und Herren, selbstverständlich wurden die Personenakten auch den Mitgliedern der für die Kontrolle des LfV zuständigen Parlamentarischen Kontrollkommission vorgelegt und bereits mehrfach umfassend in der PKV zum Sachverhalt vorgetragen. Das wissen auch die Mitglieder, die gerade eben hier aus der PKV gesprochen haben. Schließlich muss ich noch einmal auf den NSU-Untersuchungsausschuss zu sprechen kommen. Entgegen der immer wiederkehrenden Behauptung wurden alle von den Beweisbeschlüssen umfassten Akten vorgelegt. Die Personenakten von E. und H. waren gerade nicht Bestandteil der konkreten Beweisanträge. Das Personenpotenzial wurde nämlich durch den Untersuchungsausschuss einvernehmlich auf solche Personen beschränkt, die auf der sogenannten 129er Liste des BKA standen. E. und H. stehen nicht auf dieser Liste. Eigene Beweisanträge zu den Personenakten wurden ebenfalls nicht gestellt. Ziffer 2, meine Damen und Herren, des Entschließungsantrags thematisiert die dienstliche Befassung des Andreas T. in seiner Zeit als Mitarbeiter des LfV mit Stefan E. Hier musste nichts eingestanden werden. Auch gibt es in diesem Zusammenhang nichts zu verheimlichen, wie Ziffer 2 des Entschließungsantrags versucht nahezulegen. Fakt ist, Andreas T. war bis 2007 beim LfV Hessen beschäftigt. Während seiner Tätigkeit für das Landesamt war Andreas T. in verschiedenen Funktionen als Sachbearbeiter in Nordhessen auch für den Bereich Rechtsextremismus eingesetzt. In diesem Zusammenhang war Andreas T. dienstlich mit der Person Stefan E. befasst. Fakt ist weiterhin, dass in der Personenakte zu Stefan E. zwei übliche Ermittlungsberichte enthalten sind, die aus dem Jahr 2000 stammen. Ziel solcher Ermittlungen ist die Sammlung und Aufbereitung von Daten über Personen oder Objekte, bei denen Anhaltspunkte für Bestrebungen und Tätigkeiten gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung vorliegen. Hierzu zählen beispielsweise Kfz-Zulassungs- und Haftdaten sowie polizeiliche Erkenntnisse. Die Personenakte von Stefan E., Kollege Müller, und somit auch die zwei vorbezeichneten Ermittlungsberichte lag den Mitgliedern der Parlamentarischen Kontrollkommission Verfassungsschutz bereits vor und steht diesen auch weiterhin zur Einsichtnahme zur Verfügung. Die Mitglieder der PKV konnten sich also bereits vor der letzten Sitzung des Innenausschusses ein Bild davon machen. Meine Damen und Herren, Fakt ist außerdem, dass Andreas T., wie bereits erwähnt, seit 2007 nicht mehr beim LfV tätig ist. Die Bewertung des Stefan E., die zur Sperrung seiner Personenakte führte, erfolgte indes im Jahr 2015. Andreas T. war zu diesem Zeitpunkt bereits über 7 Jahre nicht mehr in der Behörde tätig. Er war folglich auch in keiner Weise an dieser Bewertung des Stefan E. beteiligt. Zu den Umständen der Sperrung der Personenakte des Stefan E. habe ich bereits ausführlich in der Antwort zum Dringlichen Berichtsantrag 20/1855 Stellung genommen. Da durch die Veröffentlichung des Inhalts der Berichte jedoch Rückschlüsse auf die Arbeitsweise des LfV möglich sind, wird hierüber in der zuständigen Parlamentarischen Kontrollkommission Verfassungsschutz berichtet. Meine Damen und Herren, zu der in Ziffer 3 des Entschließungsantrags aufgeworfenen Frage, inwieweit Andreas T. als Mitarbeiter des LfV Hessen in Kontakt mit dem mutmaßlichen Tatbeteiligten Markus H. stand, ist nach dem Stand der bisherigen Ermittlung Folgendes zu sagen. Im LfV Hessen wurde die Bewältigung der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an Dr. Lübcke eine Sonderauswertungsgruppe eingerichtet, die sich mit diesem Sachverhalt befasst. In diesem Zusammenhang sämtliche Akten bezüglich der relevanten Personen und der Tat sichtet. Die Prüfung des Sachverhalts dauert noch an. Die entsprechenden Ergebnisse werden dem für die Ermittlungen zuständigen Generalbundesanwalt jeweils zeitnah zur Verfügung gestellt. Fakt, meine Damen und Herren, ist, dass das LfV weder mit Stefan E. noch mit Markus H. zusammengearbeitet hat. Herr Beuth, ich weise auf die Redezeit hin. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, unter Ziffer 5
Die Frage unter Ziffer 5 des Berichtsantrags, ob Stefan E. zwischen 2004 und 2009 im Fokus der Sicherheitsbehörden stand, wurde von mir, Herr Kollege Rudolph, bereits im Dringlichen Berichtsantrag 2013/37 beantwortet. Unter anderem wurden im Rahmen der polizeilichen Zuständigkeiten gegen Stefan E. im genannten Zeitraum strafrechtliche Ermittlungsverfahren geführt und durch die Justiz abgeschlossen. Zu den Verfahrensausgängen und in den polizeilichen Systemen gespeicherten Delikten wurde bereits im Rahmen der Berichterstattung zum Dringlichen Berichtsantrag 928 im Innenausschuss ausgeführt. Lassen Sie mich, um weitere Mutmaßungen vorzubeugen, noch etwas zu den bereits mehrfach thematisierten zwei Berichten zur Aktensichtung im Zusammenhang mit dem NSU beim LfV Hessen sagen. Der Bericht Aktensichtung 2012, die Kollegen, die sich näher damit befasst haben, kennen den kompletten Titel aus dem Jahr 2013, das ist der erste Bericht, und dem Abschlussbericht zur Aktenprüfung im LfV aus dem Jahre 2014 stellen das Ergebnis einer umfangreichen Aktensichtung von Dokumenten aus dem Zeitraum vom 1. Januar 1992 bis 30. Juni 2012 im LfV dar. Der Bericht aus dem Jahre 2012, in einer dessen Anlagen der Name Stefan E. 11-mal Erwähnung findet, war in erster Linie eine fachliche Auflistung von Informationen und Ereignissen als Ergebnis der erfolgten Aktensichtung im Kontext der schrecklichen Taten des NSU. Die Fachaufsicht hat daraufhin eine Überarbeitung des Berichts mit einer stärkeren bilanzierenden Gewichtung im Hinblick auf die Ergebnisse der Aktensichtung beauftragt. Ergebnis dieser Überarbeitung war der Abschlussbericht zur Aktenprüfung, den Sie kennen. Im Rahmen der Aktensichtung wurden durch das LfV Prüfkriterien erarbeitet. Eine komplette Zusammenstellung aller im LfV Hessen vorliegenden Erkenntnisse zu Rechtsextremisten war mit den Berichten nicht beabsichtigt. Der Bericht hatte 2012 einen anderen Fokus. Da der Vorfall aus 2009 in Dortmund aus Sicht des LfV Hessen keinen Bezug zu den Kriterien aufwies, war er auch nicht Teil dieser Berichte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, dass zu jeder Zeit und auf den dafür vorgesehenen Wegen stets ausführlich dem Informationsbedürfnis des Parlaments nachgekommen wurde. Es gibt eben aus gutem Grund das dafür bestimmte Gremium der Parlamentarischen Kontrollkommission, die sich in geeigneter Form intensiv mit den geheimen Informationen des Verfassungsschutzes auseinandersetzen kann. Das ist im Übrigen auch nicht nur in Hessen so. Wenn darüber hinaus, meine Damen und Herren, das war ja auch Gegenstand der Debatte, das Interesse von uns Abgeordneten, und da beziehe ich mich ein, von uns Abgeordneten darüber hinausgeht, einen Beitrag zur Aufarbeitung auch über einen Untersuchungsausschuss zu leisten, dann werde ich als Abgeordneter das unterstützen und natürlich als Innenminister meinen Beitrag dazu leisten, dass der Untersuchungsausschuss zielgerichtet und effizient arbeiten kann, meine Damen und Herren. Mir ist zuvörderst am erfolgreichen Verlauf der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen gelegen. Die parlamentarische Befassung sollte dieses Ziel, das für unseren Rechtsstaat und das Vertrauen in unseren Staat von größter Bedeutung ist, ebenfalls stets vor Augen haben. Wir werden seitens des Innenministeriums die Aufarbeitung nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Um Walter Lübcke willen, aber auch im Sinne eines konsequenten Kampfes gegen Rechtsextremismus in diesem Land. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Für die SPD-Fraktion hat sich nochmals Herr Rudolph zu Wort gemeldet. 6 Minuten sind es geworden, Günther. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Vertreter der Koalitionsfraktionen, Frau Goldbach, Herr Bellino, Worte wie parteipolitische Instrumentalisierung, wir würden die Stimmung anheizen, sind dem Thema in gar keiner Weise angemessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das haben wir auch nicht getan. Worum geht es?
Ja, die Ermittlungsbehörden, da haben wir auch vollstes Vertrauen. Das hat auch keiner in diesem Haus in Rede, in Abrede gestellt. Machen ihre Arbeit. Der Generalbundes oder der Vertreter der Bundesanwaltschaft, Herr Beck, der im Innenausschuss war, war deutlich informationsfreudiger als Sie, Herr Innenminister, um das auch mal klar zu dokumentieren. Können Sie ruhig hinter hier was brubbeln. Das ist mir dann jetzt auch egal an der Stelle, meine Damen und Herren. Hier geht es darum, dass offene Fragen, die unabhängig von dem Ermittlungsverfahren sind, zu klären sind. Und der Hessische Landtag ist zuständig für Aufklärungsarbeit, für Kontrolle hessischer Sicherheitsbehörden. Und diesen Job machen wir, ob Ihnen das passt oder nicht. Ob Ihnen das passt oder nicht. Und damit wir mal, weil ich kann das nicht mehr hören, das sagen Sie ja zu gerne, wenn Abgeordnete, insbesondere der Oppositionsparteien, Fragen stellen, gefährden wir grundsätzlich erstmal gar keine Ermittlungen. Vielleicht können wir uns mal darauf verständigen, dass das das legitime Recht von gewählten Abgeordneten dieses Landtages ist, Fragen an die Regierung zu stellen und sie nicht im ersten Halbsatz sagen, es gefährdet aber möglicherweise irgendwelche Ermittlungen. Das ist absurd, das ist falsch und das weisen wir jetzt auch mal endgültig zurück. Wenn es jetzt leid. Ich bin das jetzt irgendwie leid, dass wir uns entschuldigen müssen, dass wir als Abgeordnete die elementarsten Rechte nämlich wahrnehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich gibt es viele offene Fragen. Eine zum Beispiel, das haben Sie bewusst missverstanden, die Rolle von Herrn Temme, einem der dubiosesten Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Hessen der letzten Jahre. Und ich sage das, ich habe das wiederholt gesagt. Die Rolle von Herrn Temme ist nach wie vor unaufgeklärt. Wir glauben Herrn Temme nicht, dass er zufällig am Tatort fast zur Tatzeit da war. Dies glauben wir nicht. Und wir halten auch die Entscheidung des damaligen Innenministers, Herrn Bouffier, für falsch, dass Herr Temme nicht durch die Polizei vernommen werden durfte. Das war damals falsch, und das ist heute noch falsch. Und deswegen kritisieren wir das. Und dieser Herr Temme war V-Mann-Führer in den Jahren 2003 und folgende. Und deswegen ist die Frage, ich glaube, der Kollege Müller hat es thematisiert, schon eine berechtigte. Hatte Herr Temme irgendwas in dieser Zeit mit Ernst Hartmann und anderen zu tun? Sie haben etwas zu Ernst und Hartmann gesagt. Wir werden aber die Frage noch weitermachen. Es gibt ja noch andere Personen in dem Umfeld. Sie haben das auf den Verfassungsschutz. Es gibt auch andere Behörden, die haben möglicherweise V-Leute. Ich will das nur einmal andeuten, dass das auch noch eine relevante Frage ist. Was hat Herr Temme damit zu tun gehabt? Weil wir haben doch, Sie haben es jetzt vor ein paar Wochen als Abkühlung bezeichnet. Warum taucht der Name Ernst in den Jahren 2004 und folgende kaum oder nicht mehr auf? Das ist doch eine spannende Frage. Weil, dass diese Person rechtsextrem ist, wissen wir doch nicht seit dem Problem in Dortmund, dem Landfriedensbruch, sondern in den Jahren danach war er im Netz. Und Herr Frömmrich hat ja einen Entlastungsangriff versucht, nachdem der Weltartikel da war, der Name 11-mal erwähnt, nur bis 2004. Aber der Ernst war dann in den Jahren weiter aktiv in den sozialen Netzwerken. Warum haben die Sicherheitsbehörden Herrn Ernst und Hartmann nicht in dem Fokus gehabt, wie es nötig gewesen ist? Ist da eine der zentralen Fragen, um die es hier geht? Und damit gefährden wir doch nicht die Arbeit von Sicherheitsbehörden, sondern wenn es um mögliches Fehlverhalten, immerhin, Frau Goldbach hat ja angedeutet, es könnte Fehlverhalten von Sicherheitsbehörden geben. Was? Habe ich in den letzten Jahren nicht allzu oft gehört. Ihre grüne Parteifreundin in Berlin ist ja da etwas deutlicher. Auch der Herr von Notz zur Aufklärungsarbeit, der macht ja immer so schöne Tweets. Also können Sie sich mal anschauen, was der Herr von Notz zu dem Thema Aufklärung und Transparenz sagt. Übrigens ein Wort zur Aufklärung. Eine glaubwürdige Aufklärung braucht auch immer Transparenz. Eine glaubwürdige Aufklärung braucht Transparenz. Und deswegen, weil Sie einen offenen Brief geschrieben haben, Herr Wagner, Herr Boddenberg, an die Fraktionen von SPD und FDP offen zurück, ja, Sie sollen die offenen Fragen sollen wir bis Anfang November zusammenstellen, klärende Punkte gemeinsam verständigen, diese anschließend in der Parlamentarischen Kontrollkommission bearbeiten und einen möglichen Weg für die Information der Öffentlichkeit vereinbaren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als wir über das Gesetz zum Verfassungsschutz hier diskutiert haben, war die SPD, die deutlich mehr Kontrollrechte für die Mitglieder der Kontrollkommission forderte. Wir wollten mehr Transparenz und Öffentlichkeit. Sie als CDU und Grüne haben das abgelehnt, damit das einmal deutlich ist und in den Protokollen des Landtages drinsteht. Sie haben das abgelehnt, nicht wir. Und weil das nicht jeder weiß, auch von der Öffentlichkeit, die Kontrollkommission tagt geheim. Wir haben ja einen Vorgang. Sie haben eben interessanterweise gesagt, es gibt ein Spannungsfeld.
wollte den Kollegen Frömmrich in Schutz nehmen. Ich habe ja vorhin gesagt, der Verdacht, finde ich, der ist schon noch ganz schön virulent, und das wird auch noch alles in Ruhe zu klären sein. Aber das gilt auch für uns. Kollegin Faeser und ich halten sich dran. Kollege Müller hält sich dran. Und diese Salamitaktik, bestimmte Sachen werden jetzt herabgestuft und veröffentlicht, weil das punktuell möglicherweise passt. Wir sind für größtmögliche Transparenz, aber dann für alle, zumal auch zwei Fraktionen nicht in der Parlamentarischen Kontrollkommission vertreten sind. Wie will ich denn da glaubhafte Transparenz und Aufklärungsarbeit betreiben? Nein, die muss in der Regel hier im Parlament, in den Ausschüssen stattfinden. Und die Parlamentarische Kontrollkommission hat eine andere Funktion. Aber ich fordere auch ein, dass wir die Arbeitsweise verändern, dass wir echte Kontrollmöglichkeiten schaffen und deutliche Verbesserungen für die Abgeordneten ermöglichen. Wissen Sie, ich renne tagtäglich fast hin und her, schaue in Akten, mache mir Notizen, dann laufe ich zum Landtag, der holt es aus dem Stahltresor, schaue ich mir wieder ein in die Unterlagen, gehe in mein Büro, da habe ich die Hälfte der Daten wieder vergessen, weil ich mir das nicht merken kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich habe ein verdammt gutes Gedächtnis. So kann ich nicht arbeiten, so will ich nicht arbeiten. Wenn Sie das ernst meinen, und ich stelle Ihnen das jetzt mal für 5 Sekunden, wenn Sie das ernst meinen, dann müssen Sie Ihren Worten auch Taten folgen lassen. Daran werden wir Sie jedenfalls messen. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die Linken-Fraktion hat sich nochmals Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann mich auf wenige Punkte beschränken, weil das, was der Kollege Rudolph gesagt hat, kann ich nur voll inhaltlich unterstreichen. Das muss ich auch nicht wiederholen an der Stelle. Aber ich will mal mit ein paar Missverständnissen aufräumen. Ja, die Sicherheitsbehörden oder besser gesagt ein Teil der Sicherheitsbehörden, Herr Minister, hat, was die Mordermittlung an unserem Kollegen Lübcke angeht, in der Tat sehr gute Arbeit geleistet, die Polizei. Aus meinem Eindruck ist aber, dass die Polizei die gute Arbeit leisten konnte auf der einen Seite, weil ihr System der Erfassung von Daten eine andere Laufzeit hat, nämlich 10 Jahre, als das, was im Verfassungsschutz nur 5 Jahre sozusagen aufbewahrt wird. Darüber muss man mal nachdenken, finde ich. Auch das ist eine Aufgabe, die jetzt auf so. Den Verfassungsschutz nehme ich ausdrücklich aus als Teil der Sicherheitsbehörden, was den Erfolg, was diesen Ermittlungserfolg angeht. Und genau da haben wir das Problem. Genau da haben wir das Problem. Und genau da müssen wir als diejenigen, die die Regierung kontrollieren, als Parlament sehr wahrscheinlich in einem Untersuchungsausschuss aufklären, was hier im Einzelnen schiefgelaufen ist. Das ist unsere Aufgabe, auch sie zu kontrollieren. Und was die strafrechtlichen Ermittlungen angeht, will ich auch an dieser Stelle noch einmal ganz eindeutig sagen. Niemand, ich unterstelle niemand, und das gilt auch für uns, hat ein Interesse daran, die Ermittlungen in irgendeiner Weise zu behindern, zu beeinflussen, zu konterkarieren. Wir werden Mittel und Wege finden, das zu berücksichtigen, was sozusagen an strafrechtlichen Ermittlungen läuft, und dass es da nicht zu Überschneidung, auch nicht zu zeitlichen Überschneidung kommt. Da bin ich mir ganz sicher. Und da sind wir sehr wohl bereit, das auch zu unterstützen und das auch im Auge zu behalten. Das heißt aber nicht, wir warten mit der Aufklärungsarbeit, bis jetzt sozusagen ein Urteilsspruch da ist. Das kann von uns, glaube ich, niemand verlangen. Der dritte Punkt, ich will es noch einmal sagen, weil das ist ja immer nur, Sie haben gesagt, wir haben uns, Herr Minister, wir haben uns auf die 129er-Liste verständigt. Ich will es mal transparent machen, wie das gelaufen ist beim NSU-Untersuchungsausschuss. Wir hatten ursprünglich beschlossen, dass die gesamte hessische Neonazi-Szene ins Auge genommen wird. Dann kam der Verfassungsschutz und hat gesagt, du lieber Gott, so viele Akten, das geht ja gar nicht und so weiter. Und dann haben wir uns, auch wir, in gutem Glauben darauf, dass wir entsprechende Unterstützung erfahren, uns auf Nordhessen konzentriert und in einem zweiten Schritt auf die 129er-Liste. Das ist richtig. Es ist trotzdem nur die Hälfte der Wahrheit, weil die andere Hälfte ist die,
Und das ist der entscheidende Punkt, dass ich zumindest einmal davon ausgegangen bin, dass wenn wir im NSU-Untersuchungsausschuss in dieser Art und Weise dem Verfassungsschutz entgegenkommen, so will ich es einmal formulieren, dass wir dann, wenn wir auf andere Hinweise stoßen, wie zum Beispiel auf Stefan Ernst, dass wir dann auch eine Zulieferung von den Informationen und Akten kriegen, automatisch, die dort angesprochen sind. Da kann man jetzt formal drüber streiten, das habt ihr ja nicht vereinbart. Aber ich sage noch einmal, in jeder Sitzung, in jeder internen Sitzung saß ein Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz dabei, der wusste genau, was wir machen, der wusste genau, was wir wollen, und er hätte an dieser Stelle sagen müssen, hoppla, wenn ihr die Mitarbeiterin vernehmt, ja, und da tauchen Mitarbeiter auf wie Stefan Ernst oder Markus H., da haben wir Akten dazu, und die legen wir euch vor. Von sich aus, das erwarte ich als Unterstützung einer Behörde für eine parlamentarische Kontrollkommission bzw. für einen Untersuchungsausschuss, und genau das ist nicht passiert. Genau das ist nicht passiert. Sich jetzt darauf zurückzuziehen, zu sagen, formal haben wir uns ja vereinbart auf eine 129er Liste und da geht nichts drumherum, das ist Hinterlist, sag ich mal. Das ist eine Verdrehung der Tatsachen, und das trägt nicht dazu bei, dass man Vertrauen gewinnt in eine andere Art und Weise von Untersuchungsausschussarbeit, wie wir sie in den letzten 4 Jahren gesehen haben, wie wir sie erleben mussten, ja, gerade wir als Opposition. Letzter Punkt. Es ist die ganze Zeit behauptet worden, auch von Ihnen, Herr Minister, dass der interne Bericht, der für 120 Jahre gesperrt wurde, der ja, was den 2013er Bericht angeht, 235 Seiten umfasst, was den 2014er Bericht angeht, 76 Seiten umfasst, dass der ungeschwärzt vorlag. Ich habe das immer bestritten. Ich habe das immer bestritten, und ich bestreite das auch heute. Er lag nicht ungeschwärzt vor. In der letzten Plenarsitzung, erst in der letzten Plenarsitzung, wurde dann gesagt, nein, aber nach dem Wiesbadener Verfahren hättet ihr ja Einsicht nehmen können. Das ist etwas ganz anderes, Herr Frömmrich. Das wissen Sie auch. Das ist etwas ganz anderes. Ja, das ist nämlich genau das, was Herr Rudolph gesagt hat. Das Wiesbadener Verfahren, so kommt mir das langsam vor, ja, das war ein Alibi. Letzter Satz. Das war ein Alibi, damit man sagen konnte hinterher, ihr hättet ja in einen Bericht über 300 Seiten Einsicht nehmen können. Ihr hättet das alles in eurem Gehirn mit nach Hause tragen können, und dann dürft ihr noch nicht einmal darüber berichten. Das sind sozusagen die Fakten. Bei Notizen durften wir ja auch nicht machen, wenn wir Einsichtnahme in entsprechende Akten vorgenommen haben. Also, all das gehört zur Wahrheit dazu, und all das müssen wir auch berücksichtigen bei der nächsten Arbeit. Und das ist nicht vertrauensfördernd, auch wenn Sie dazwischen rufen, Herr Frömmrich, ist nicht vertrauensfördernd. Danke, Herr Schaus. Für die CDU-Fraktion hat sich nochmals Herr Bellino zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich weiß nicht, wo der Zwischenruf eben herkam. Da wird jetzt aufgeklärt. Zumindest kann ich das ein oder andere Missverständnis, ich hoffe, dass Missverständnisse und nicht bewusste Unwahrheiten sind, erklären bzw. aufklären. In der Tat. Denn wenn man sich hierher stellt und sagt, wir lassen es auch nicht verbieten, Fragen zu stellen. Niemand, Herr Rudolph, hat Ihnen verbieten wollen, Klammer auf, das geht auch gar nicht, Klammer zu, Fragen zu stellen. Weder der Innenminister noch die regierungstragenden Fraktionen noch sonst jemand. Niemand hat das Ihnen verbieten wollen. Aber das ist wieder so ein Beispiel. Es wird bewusst der Eindruck erweckt, die Bösen wollen noch verhindern, dass wir hier Fragen stellen würden. Und niemand hat behauptet, dass das reine Stellen von Fragen die Sicherheit gefährdet. Nein, was ich hier sehr deutlich an dieser Stelle und auch an anderer Stelle gesagt habe, das Beantworten von bestimmten Fragen, die Tiefe, mit der man die eine oder andere Antwort gibt, kann die Sicherheit gefährden. Und deshalb kann der Innenminister nicht so, wie er vielleicht wollte, deshalb kann er die eine oder andere Information nicht geben, weil eben die Staatsanwaltschaft dies aus guten Gründen untersagt. Denn ich gehe immer noch davon aus, dass wir uns einig sind,
dass das Ermittlungsinteresse für uns die oberste Priorität hat. Und wenn man das so sieht, dann müssen wir doch alles tun, damit eben die Ermittlungen nicht gefährdet werden können, damit die Täter, die Mittäter nicht untertauchen können, damit die, die mir habhaft geworden sind, entsprechend bestraft werden können und dass solche Gräueltaten hoffentlich nicht mehr vorkommen. Das ist doch das Entscheidende, und das sollte man nicht vergessen. Aber es wird hier bewusst anders dargestellt. Es wird bewusst insinuiert, dass der Innenminister das Stellen von Fragen unterbinden will, und das lassen wir Ihnen so nicht durchgehen. Genauso, vielleicht war das ein Versprecher. Vielleicht war es ein Versprecher. Aber Sie haben gesagt, dass der damalige Innenminister verhindert hat, dass die Polizei Temme verhören konnte. Das ist falsch. Die Polizei hat Temme verhört. Sie hat das wird jetzt gleich wieder gesagt, natürlich. Sie hat Temme verhört, und zwar mehrfach verhört. So, aber hier wird gesagt, der Innenminister hat das damals verhindert. Das ist falsch. Vielleicht entschuldigen Sie sich dafür. Dass er die Quellen nicht hat verhören lassen, nicht direkt, indirekt konnten auch die Quellen verhört werden durch entsprechende Fragenkataloge, die dann zu beantworten waren. Aber dass eine direkte Befragung der Quellen verhindert wurde, dafür gab es gute, gute Gründe. Das haben uns alle Fachleute, damals bestätigt. Das haben uns alle Fachleute bestätigt, dass nicht nur die Quellen, sondern unsere Sicherheit in der Tat in Gefahr gekommen wäre, wenn das damals offen geführt worden wäre. Ja, ich kann ja nichts dazu, wenn Ihre Argumente zusammenbrechen. Wenn wir das nächste Mal Zeit, wenn wir uns die Zeit mal nehmen, dann listen wir mal auf, was Sie im Laufe dieser Zeit schon wieder alles behauptet haben und dann immer wieder zurückruderten, aber nicht nach dem Motto, da haben wir uns vertan, da haben wir uns vergaloppiert, sondern dass Sie dann wieder ein anderes Thema aufmachen. Das kennen wir, das werden wir Ihnen dann auch noch einmal darlegen. Aber ich möchte bei der Sache bleiben, weil das ist wichtig, der eine oder andere hört ja auch zu. Es wird dann wieder das Thema Schwärzungen thematisiert. Es gibt in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, bei allen NSU-Untersuchungsausschüssen, die es gab, und auch bei anderen Untersuchungsausschüssen, kein transparenteres Verfahren als das hier praktizierte Verfahren. Das Wiesbadener Verfahren geht weit über das Treptow-Verfahren in Berlin hinaus. Jeder, der sich ernsthaft mit der Sache auseinandersetzt, weiß dies. Wir damals als Mitglieder dieses Untersuchungsausschusses, Damen Sie sich mal ein bisschen zurückhalten können. Sie sollten das doch eigentlich wissen, Frau Wissler, denn Sie waren ja auch manchmal da, anscheinend, wenn Herr Schaus allein nicht zurechtkam im Untersuchungsausschuss. Wir konnten alle sehen. Alle Mitglieder des Untersuchungsausschusses konnten alles lesen, und da war nichts geschwärzt. Das hat es an keinem anderen Ort in der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Dann wird hier gesagt, ja, es ist ja schlimm, dass nach 5 Jahren das gelöscht werden muss. Erstmal haben wir nichts gelöscht. Es kam dann in den sogenannten Sperrcontainer rein. Es wurde in Hessen gar nichts gelöscht, und es wurde auch nichts geschreddert. Es ist alles noch da. Aber wir können uns ja dann mal darüber, unterhalten. Meine Damen und Herren, noch hat Herr Bellino das Wort, aber Herr Bellino, Sie haben nur noch 10 Sekunden. 12. Aber ich freue mich auf die Debatte, wenn wir uns überlegen, wie können wir noch etwas besser machen. Dann reden wir über die Fristen. Mal gucken, ob Sie dann bei uns sind, wenn wir sagen, wir setzen die nach oben. Oder ob Sie dann der Meinung sind, dass wir dann besser das so schnell wie möglich löschen, damit die Menschen nicht dann längere Zeit mit dem Makel herumlaufen. Da wollen wir mal sehen, ob Sie uns dann folgen. Wir haben, glaube ich, keine Probleme, über das ein oder andere an Verschärfung von Gesetzen zu sprechen. Aber da sind wir mitunter nicht, Gott sei Dank, nicht auf Ihre Unterstützung angewiesen, denn die werden wir bei diesen Themen, wenn es um die Sicherheit geht, mit Sicherheit nicht bekommen. Deshalb brauchen wir andere Mehrheiten. Danke, Herr Bellino. Für die Freien Demokraten hat sich nochmals Herr Müller zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist genau das, was ich in meiner Rede vorhin gesagt habe. Wir reden relativ aneinander vorbei. Ich befürchte, dass es genau die Herausforderung ist, zu vermeiden, dass wir
in langen Diskussionen, jeder redet von etwas anderem, am Ende zum Ergebnis kommen, dass keiner mehr genau versteht, worum es eigentlich geht und wo genau das Problem liegt. Das ist verschiedentlich die Strategie gewesen. Und ich will noch einmal, Frau Goldbach, wenn Sie vorhin hier so schön gesprochen haben, Formalien sollen nicht die Rolle spielen. Im letzten Untersuchungsausschuss zur NSU haben gerade Sie von der Koalition die Regeln bis zum letzten ausgereizt. Sie haben die IPA-Regeln restriktiv ausgelegt, wie es nur ging. Und das ist eben das Gegenteil dessen, was unter Aufklärungsinteresse zu verstehen ist. Und das ist das Gegenteil dessen, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen klare Regeln, und wir müssen dann offensiv und mit Interesse an der Aufklärung rangehen, und zwar nicht nur im Hinblick auf Lübcke, sondern gerade auch im Hinblick auf die anderen Versäumnisse, meine Damen und Herren. Das wollte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich machen. Danke, Herr Müller. Wir sind jetzt am Ende der Debatte angelangt. Und wenn alle Geschäftsführer an ihren Plätzen sind, Herr Frömmrich, dann können wir auch weiterarbeiten. Herr Rudolph, bitte sehr. Da alle Fraktionen ja betont haben, dass sie an der Aufklärung interessiert sind, beantragen wir die Überweisung dieses dringlichen Entschließungsantrags in den zuständigen Innenausschuss. Danke für den Hinweis. Wenn alle einverstanden sind, machen wir das so. Damit geht dieser Entschließungsantrag in den INA zur weiteren Beratung.